Eiligabend. Eine Weihnachtsgeschichte von Dieter Bohn. Gelesen von Dieter Bohn. Günther sah einen Moment nicht hin. Im nächsten schrie Robin wie am Spieß. Sein Geschrei durchdrang die Wohnung. Halb Schreck, halb Schmerz. Das war keine nasse Windel oder der lautstarke Wunsch nach einem Fläschchen. Was ist? Kreischte es aus der Mansarde, begleitet vom Geräusch eines umstürzenden Wäscheständers. Günther ließ die Glasschale fallen, in der er zwischen Printen und Spekulatius nach den kleinen Schokoladenkugeln gesucht hatte. Der Inhalt verteilte sich auf dem Teppich. Egal, er hechtete zu seinem Sohn. Robin saß unter dem Weihnachtsbaum auf dem dicken Polster seiner Windel. Die Ärmchen hielt er, starr vor Schreck, von sich gestreckt. Sein Mund war unnatürlich weit geöffnet und gab Laute von sich, die jeder Mutter, jedem Vater kalten Schweiß auf die Stirn treiben. Auf den Lippen glänzte es feuchtrot, in der linken glitzerte es weihnachtlich rot. Günther sah genauer hin. Robin hielt einen der kleinen roten Weihnachtskugeln in der Hand, die ihm dutzend den Baum schmückten. Diese hier sah anders aus, deformiert. Günthers Blick sprang hin und her. Blut auf Lippen, Weihnachtskugel in Kinderhand, Panik stieg in ihm hoch. Im nächsten Moment kam Elke die Treppe heruntergepoltert, die Augen aufgerissen. »Günther, was ist?« Sie wollte Robin packen. Sein Arm hielt sie ab. Er hat in eine Christbaumkugel gebissen. Sie gab ein lautes Schreckens von sich. Günther griff mit seinem rechten Arm hinter den Rücken seines Sohnes. Er spürte das Zittern des kleinen Körpers. Seine linke wand die Kugel aus dünnem Glas aus den verkrampften Fingerchen. Dort, wo normalerweise ein Drahtbügel im sich verjüngenden Teil der Christbaumkugel saß, fehlte ein daumennagelgroßes Stück der Wandung. Der Draht hing einsam am Ende eines Astes. Günther reichte die Kugel seiner Frau, die wie aufgescheucht von einem Bein auf das andere trippelte. Vorsichtig steckte er seinem Sohn den linken Finger in den Mund, dann erforschte er die Mundhöhle. Er fühlte die harte Leiste des Kiefers, in denen die ersten Zähnchen wie einsame Menhire hervorstanden. Dahinter die weiche Masse der Zunge, den harten Gaumen. Mit sanfter Gewalt schob er den Finger unter den trainierten Muskel der Zunge, ertastete das Bändchen und einen Fremdkörper. »Bitte nicht schlucken, bitte nicht schlucken«, murmelte er wie ein Mantra vor sich hin. Mit Zeigefinger und Daumen angelte er nach dem Teil. Er sah auf seinen Finger, an dem Spuren von hellrotem Blut klebten und ein dünnes, gewölbtes Glasstückchen. Er winkte Elke auffordernd zu, die bleich, unruhig und hilflos neben ihm stand, und streifte es auf der Hand seiner Frau ab. Sie sagte etwas, doch er hörte nicht hin. Noch einmal tastete er den Mund seines Sohnes ab, der sich nun weinend gegen die Tortur zur Wehr setzte. »Tut mir leid«, sagte Günther, während er gegen Tränen ankämpfte, »aber es muss sein.« Erst als er an das Zäpfchen stieß und seinen Sohn fast zum Erbrechen brachte, zog er seinen Finger schnell zurück. »Kann nichts mehr finden.« Er blickte mit Verzweiflung im Blick auf, blickte in verzweifelte Augen. »Hat er etwas verschluckt?« Elkes Stimme war erfüllt mit mühsam unterdrücktem Schluchzen. »Kann ich nicht sagen, hoffentlich nicht.« Günther hob seinen Sohn auf und trug ihn zum Sofa, direkt unter das helle Licht am Deckenflute. Er zwang seinen Sohn dazu, den Mund zu öffnen. Robin wimmerte. »Tut mir leid, es geht nicht anders.« Er drehte Robins Kopf so, dass das Licht in seinen Rachen fiel. Ein kleiner Schnitt in der Unterlippe blutete nur noch wenig. Die Mundhöhle war zwar noch rot vom Blut, aber weitere Wunden sah er nicht. Doch Günthers Herz blutete. Er hob seinen Sohn auf, drückte ihn fest an sich und spürte das zitternde und schluchzende Bündel in seinen Armen. Elke trippelte immer noch neben den beiden hin und her. Er drückte seine Wange an das verschwitzte Köpfchen. Eine Welle von Angst, Mitleid, Sorge und Panik, die er nur mühsam niederzwingen konnte, überschwemmte ihn. Schließlich sah er auf. »Zieh ihm was Warmes an!« Er drückte seine Frau ihren Sohn in die Arme. »Wir fahren nach Hackenbruch ins Krankenhaus. Ich hole den Wagen raus.« »Wir sollten einen Notarzt rufen!« Elkes Stimme zitterte wie der Rest ihres Körpers. »Und dann?« Günther schüttelte den Kopf. »Bis die hier sind, sind wir längst im Krankenhaus.« »Aber wenn er verblutet?« Ihre Hysterie war unüberhörbar. »Falls er Verletzungen hat.« Dabei fuhr er mit den Fingern zwischen Bauch und Brust hin und her,
Meinst du, die könnten im Notarztwagen etwas tun? Die können ihn auch nur zur Klinik fahren. Viel zu heftig legte Günther den Rückwärtsgang ein. Elke saß auf der Rückbank und drückte ein dick vermummtes Bündel an sich. Sie summte vor sich hin. Das sollte Robin wohl beruhigen. Sein Weinen hatte aufgehört. Der Wagen rollte von der Auffahrt. Zum Glück lag diese Weihnachten kein Schnee. Als er die Kupplung kommen ließ, hätte er fast den Motor abgewürgt. Bleib ruhig, keine Panik, schoss es ihm durch den Kopf. Im nächsten Moment drückte er das Gaspedal so fest durch, dass die Räder durchdrehten. Viel zu schnell raste er durch ihr Neubaugebiet. Er, der jeden anraunste, der sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit ihrer Spielstraße hielt. Aber das war ihm jetzt egal. Ihr Sohn musste in die Obhut von Ärzten, musste untersucht werden, musste gesund bleiben. Die Ampelanlage hinter dem Straberger See stand auf Rot. Ein Kombi wartete davor. Spring schon um, schrie Günther. Er zögerte nur kurz, dann fuhr er auf die Linksabbiegerspur, bremste etwas, spähte nach links und rechts und raste geradeaus weiter. Hinter ihm verklang das Hupen des Kombis in der Nacht. Wie geht es ihm? Fragte Günther nach hinten. Er beruhigt sich, sagte Elke in einem Tonfall der Anspannung. Sie vermied es, nach vorne zu sehen, schaute starr auf das Bündel in ihren Armen. Der Wagen schoss durch die Nacht auf der Landstraße dahin, überholte die Wagen auf der parallel verlaufenden Autobahn. Ein abruptes Bremsen, Rechtskurve, der Motor heulte auf. Linkskurve. Elke griff nach dem Handgriff an der Decke, hielt sich mühsam fest. Das Kreiskrankenhaus in Hackenbruch kam in Sicht. »Da geht's zur Notfallaufnahme«, rief Elke von hinten. Der Wagen rumpelte über die Bordsteinkante, beschleunigte ruckelnd und kam quietschend und mit laufendem Motor zum Stehen. Günther stieß die Tür auf, sprang nach hinten und nahm Elke ihren Sohn aus den Armen, während sie aus dem Auto kletterte. »Kommst du klar?«, fragte er und gab ihr das Kind wieder zurück. »Ja, aber beeil dich!« Damit lief sie zu der hell erleuchteten Doppeltür der Notfallaufnahme. Günther sprang wieder ins Auto und brauste in Richtung Parkplätze davon. Außer Atem und mit rotem Gesicht drückte er wenig später die Doppeltüre auf. Der Geruch von bitter Mandel und Marzipan empfing ihn und vermengte sich mit dem typischen Krankenhausgeruch zu einer abstoßenden Mischung. Er verzog das Gesicht und blickte sich um. Mehrere Personen mit Bandagen, Pflastern oder eingegipsten Gliedmaßen saßen auf Anstaltsstühlen im Flur und schauten interessiert zur Empfangstheke, wo seine Frau gerade ihren Sohn widerwillig einem Arzt übergab. Der Arzt war die Ruhe selbst, während Elke daneben stand und vor Aufregung zitterte. Günther trat hinzu und nickte dem Arzt zu, zum Zeichen, dass er mit dazugehörte. Der Arzt steuerte ein Behandlungszimmer an, zog die Falltüre zu und legte Robin auf dem Untersuchungstisch ab. Er knüpfte den Strampler auf und tauschte den kleinen Körper mit seinem Stethoskop ab. Elke hatte anscheinend schon die Vorgeschichte erzählt, denn nun erklärte der Arzt lakonisch: »Das können die ab.« Etwas in der Selbstsicherheit des Arztes färbte auf Günther ab. Er merkte, wie seine Anspannung nachließ und das Zittern begann. »Aber«, warf Elke ein, »wenn der Kleine etwas Schwerwiegendes hätte, ginge es ihm jetzt schon wesentlich schlechter.« »Ja, aber ich...« »Das können die ab«, wiederholte er. »So ein Fremdkörper wird, falls überhaupt etwas verschluckt hat, vom Schleim eingehüllt. In den meisten Fällen rutscht das so durch.« »Aber können wir da sicher sein? Nicht, dass er...« »Dann müssen wir röntgen«, unterbrach sie der Arzt. »Aber ob man da überhaupt was sieht? Glas, kleine Stücke?« »Aber ist die Röntgenstrahlung nicht schädlich für...« Der Blick des Arztes über seine Brille hinweg ließ Elke verstummen. Sie blickte ihren Mann an, hilfesuchend. Günther nickte. »Na gut«, sagte sie. Es klang nicht sehr sicher. »Kommen Sie mit«, sprach der Arzt Günther an, mit einem abfälligen Seitenblick auf Elke. »Jemand muss den Jungen ein bisschen stillhalten.« Als sie Stunden später ihrem Sohn wieder das Jäckchen anzogen, fühlte sich Günther ausgelaugt, müde und zornig.
Das Adrenalin der vergangenen Aufregung war abgebaut, die gröbsten Ängste beschwichtigt. Nun kam die Zeit der Vorwürfe. Sie hatten sich und andere mit ihrer rasenden Fahrt durch die Nacht in Gefahr gebracht. Das alles wäre vermeidbar gewesen, wenn sie keine Weihnachtskugeln aufgehängt hätten. Oder waren sie überfürsorglich, wie der Arzt sie hatte fühlen lassen? Doch sie hatten ihren Sohn in höchster Gefahr gesehen, waren sträflich leichtsinnig durch die Stadt gerast und hatten dabei zig Gebote übertreten, nur um sich sagen zu lassen, das können Kinder ab. Das hatte wie Hohn in ihren Ohren geklungen und wie Spott über die Ängste zweier Eltern. Aber es war ihr Recht als Eltern, sich Sorgen um ihr Kind zu machen und alles zu tun, um weitere Gefahren abzuwenden. Doch konnte man wirklich alle Gefahrenquellen ausschließen? Durfte man Kinder von allen Gefahren fernhalten? Elke drückte Robin, der den Schlaf der malträtierten Gerechten schlief, sanft an sich. Und Günther drückte beide an sich. Es wird alles gut werden, sagte er und schob seinen Kopf näher an den seiner Frau. Es ist alles gut. Dabei wusste er, dass Elke die nächsten Tage, Wochen, wie eine gespannte Feder, auf jeden ungewohnten Laut, auf jede ungewöhnliche Bewegung ihres Sohnes lauern würde. Auch Günther war nicht frei von Ängsten und Sorgen um seinen Sohn, doch das hätte er vor Elke nie zugegeben. Das würde ihrer Aufregung nur neue Nahrung geben. Im nächsten Jahr hängen wir die Kugeln höher, sagte er müde. Es gibt Schöneres, als Heiligabend in der Notfallambulanz zu verbringen.